Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1 Ranked Game. Habe mich wieder einmal für Undead entschieden. Und ich bekomme es, ich glaube, mit einem Ork zu tun. War wieder ein sehr schneller Ladebildschirm. Ja, wir spielen auf jeden Fall auf der Map Herbstlaub. Und ja, hier kann ich eigentlich gar nicht anders als den Gruftlord zu spielen. Ich glaube, mit dem habe ich hier eine tolle Winrate. Ja, Meister. Meine Taktik hier auf jeden Fall wieder eine Fast Exit zu spielen. Auch gegen einen Ork. Ja, und dann mal sehen, wenn ich die durchkriege, dann sieht das Ganze schon nicht schlecht aus. Orks spielen ja nur sehr seltene Fast Exer. Die Verdammten stehen bereit. Große die Beschwörung vergossen, beschlossen. Euer Wille geschehe. Oh, den Shop. Und dann gleich das zweite Ziggurat. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freude. Mal sehen, jetzt hoffe ich, dass es termintechnisch demnächst mal mit Flo und mir passt. Dass wir mal wieder ein bisschen 2 vs 2 zocken können. Das ist mehr Gold erforderlich. Das kann auf jeden Fall wieder sehr lustig werden. Ich bin gespannt. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal. So, hat sich jetzt auch mal wieder ein bisschen warm gespielt. Also ein bisschen 1 vs 1 Ranked. Mein Schicksal ist besiegelt. Und da denke ich doch, dass da ein bisschen was geht. Höchstwahrscheinlich werden wir als Undead Ork spielen. Also der Flo wird in dem Fall Undead übernehmen und ich werde die Orks spielen. Was ist los? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und ja, mal sehen. Erstmal Fiends und Grunts. Und später dann wahrscheinlich ja mit Schamanen und vielleicht Worms ordentlich auftrumpfen. Mal sehen. So, der Peon will mich schon mal ein bisschen ärgern. Man hatte gesehen, der Gegner hatte auch keine schlechte MMR. War um die 5400, wenn ich das richtig gesehen habe. Will mich jetzt erstmal ein bisschen vom Creepen abhalten, gelingt ihm auch ganz gut. Aber dafür hole ich mir die erste Erfahrung. So, kann ich hier gleich Skelette und ein paar Käfer beschwören. Und somit wird das Creepen auch direkt einfacher. Mal sehen, spricht schon mal wieder für einen Blade Master. Ja, da haben wir einen Blade Master und einen Grunt. Riechen. Ah. Das nichts wartet. So, schon mal das mitnehmen. Ich diene nur dem Frostthron. Ich kümmere mich darum. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freude. Ich habe den Ruf vernommen. Die Zeit fliegt. Na, da haben wir noch direkt. Oh shit. Ah. Lol, beide gestorben. Ja, jetzt ist die Frage, wer zuerst gestorben ist. Also wer die Erfahrung bekommen hat. Eieiei. Es ist mehr Gold erforderlich. Das fängt ja gut an hier. So, Gruftlord ist wieder da. Und wir gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, weiter. Wir fangen erstmal an.
Erfahrung habe ich ganz gut. Das heißt, wahrscheinlich ist der Blader zuerst gestorben. Aber schmeißt meine Fast-Echse halt extremst nach hinten. Er hat zwar nicht gesehen, dass ich noch Fast-Echse spielen will, da ich hier dieses Blight, also diesen verseuchten Boden noch nicht dabei hatte. So, nochmal zwei Käfer. Und go. Echse. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, Meister. Oh, Gangster. Na gut, hat er mir aber schon ganz gut geholfen dabei jetzt. Muss man auch so sehen. Hui, das wird wieder ein sehr intensives Spiel. Mal sehen, wenn ich es nicht schaffe, die Echse durchzuziehen, dann kann das auch ein sehr kurzes Spiel werden. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Ja, Meister. Aber noch bin ich guter Dinge. Mal rüberschicken. Normal dürfte er seine aber noch nicht freigemacht haben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein, aber er kommt schon wieder. Ausbau abgeschlossen. Mit dem PC als Second Hero. Die Wave als erstes geskillt. Okay, mein Second Hero jetzt auch im Bau zumindest schon mal. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Oh, das krieg ich, glaube ich, nicht repariert. Leider hat einen Heiltrank. Dammit. Mein Leben für Ner'zhul. Nichts kommt meiner Macht. Aber die Mine selber hat er nicht abgebrochen. Die Zeit fliegt dahin. Ich habe den Ruf vernommen. Nächste Kind ist unterwegs. Oh, die ziehe ich auch nochmal runter. Ich muss die jetzt unbedingt verteidigen. Kommt da schon wieder. Oh mein, der ist halt auch unterwegs. Ganz wichtig. Yes. Ich habe den Ruf. Meine Geduld ist erschöpft. Wir werden angegriffen. Meine Rache gehört euch. No way. Hat gereicht. Wenigstens mal einen Grunt bekommen hier. Voll der Microfight. Abgeschlossen. Das Zigarett kann ich ausbauen. Na toll, jetzt kommen die Ghule angelatscht. Die Verdammten stehen bereit. Suchen eine Runde weiter zu kriegen. Die Verdammten stehen bereit. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Verdammten stehen bereit. Jetzt die Frage, wie er darauf reagiert. Er weiß, dass ich die Echse jetzt durchbekomme. Und ich pumpe jetzt erstmal einige Feeds weiter. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Check ist zum Glück durch, das heißt mit Mass Vivan kann er mich auch nicht zu sehr ärgern, da kommt er schon wieder. Ich habe den Ruf vernommen. Er spielt Raider und Spirit Walker. Meine Rache gehört euch. Forschung abgeschlossen. Meine Geduld ist erschöpft. Wie ihr befehlt. Ich fokus stark meinen Death Knight. Jetzt den
Schlüpflord. Muss auch strecken gehen. Ausbau abgeschlossen. Halt, den Rest lasse ich alles hier unten bei der Echse. Ich bin die Dunkelheit. Okay, dann muss er sich zurückziehen. Nichts kommt meiner Macht gleich. Bei mir. Meine Geduld ist erschöpft. Ich habe den Ruf vernommen. Hui, Stufe 3. Ich kümmere mich darum. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Ihr habt geläutet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich diene nur dem Frostthron. Bei Nerub. Ich diene nur dem Frostthron. Okay, Axel läuft. Deck ist durch. Gehe ich weiter auf Tier 3. Jetzt sieht's gut aus für mich. Ich brauche halt unbedingt, ja, was heißt unbedingt, aber ziemlich schnell Destroyer gegen den Spirit Link. Wo soll mein Blut vergossen werden? Nichts kommt meiner Macht gleich. Ich kümmere mich darum. Pervers. Ich habe die. Hier ist eine Exata frei. Ich verzehre die Lebenden und die Toten. Angriff. Was ist los? Meine Rache gehört euch. Können wir uns mal einen Goblin-Schredder. Genug Gold haben wir auf jeden Fall. Hat er auch nicht expandiert. Stiefel von Kel'Thalas ist abgeschlossen. Sind okay. Die Zeit fliegt dahin. Mein Leben für Ner'zhul. Und da habe ich die eine Statue schön eingebaut. So, jetzt richtig. Die kann aber auch da bleiben. Kann die Akolyten schön hochheilen. Zumindest erstmal. Nachher kann ich sie in Destroyer verwandeln und damit rausholen. Aber ich denke, er wird sowieso gleich wieder auf die Echse losgehen. Es ist mehr Gold erforderlich. Und somit steht die Statue da gar nicht verkehrt. Gut. Das ist er sogar schon wieder. So schnell habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber ich muss Go machen. Er sieht halt noch seine Chance. Wenn ich erst Destroyer habe, ist das vorbei. Statue kill. Meine Geduld ist erschöpft. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich glaube, Tier 3 ist durch, da kann ich mich im Moment aber nicht drum kümmern. Später dann halt noch einen dritten Helden. Aber er verliert so ziemlich alles jetzt. Sehr geil. Stufe 3 von Death Knight. Ausbau, was soll das jetzt? Ja. Geht da raus, der gute Ares. Ja, lief doch wieder mal ganz hervorragend. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar. Oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.